Liebertes Haus, liebertes Haus. Hallo, hier bin ich wieder. Was ihr da gerade zur Hälfte seht, ist Elsas, ist nicht, warte mal, ist Nikis Mutter Elsa. Ja, aber Elsa, ich wollte jetzt eigentlich hier den nächsten Abschnitt drehen. Stört dich nicht, oder? Okay, gut. Sie will gerne irgendwelche Kekse aus meiner Tasche, aber da sind gar keine mehr drin. Aber egal. Machen wir weiter. Und zwar mit dem 36. Abschnitt. Grömlitz, Winter 2013. Das gefällt mir nicht. Tino ist endlich wieder da. Eine Woche lang war Grömlitz wegen des Wetters von der Außenwelt abgeschnitten, aber am Montag, pünktlich zum Schulanfang, waren die Straßen endlich freigeräumt worden. Neben der Fahrbahn türmten sich riesige Schneewälle, die eilig geliehenen Schneefräsen aufgetürmt hatten. Die Hauptstrecken und Versorgungsstraßen waren frei, die kleinen Wege und Straßen in den Ortschaften jedoch nur zu Fuß begehbar. Es hatte geschneit seit dem 1. Januar und die Schneemengen waren ungeheuerlich. Tino jedoch hatte es geschafft, seinen klapprigen Ford hatte er am Ortseingang abgestellt und sich zu Fuß auf den Weg zu Libertas Haus gemacht. Nun betastete er die Sprunggelenke einer ebenholzschwarzen Stute, die müde den Kopf hängen lässt. Die Gelenke weisen eine auffällige Drehung auf und sind leicht geschwollen. Eine Schwellung sollte nicht entstehen, das ist nicht gut. Er schüttelt sorgenvoll den Kopf. Corinne hatte Hannah, die schwarze Stute, trotz einer Fehlstellung der Hinterhand von Flexi kaufen lassen. Der Preis war entsprechend gering gewesen und sie hatte gute Papiere, war für die Zucht geeignet und ein wunderschönes Tier. Als Fohlen hatte sie einen Unfall gehabt. Sie vererbte ihre Behinderung nicht, hatte der Verkäufer versichert. Der Tierarzt hatte sie begutachtet und gemeint, wenn sie wenig belastet würde, könnte sie mit dieser Fehlstellung ohne Beschwerden alt werden. Für wann ist sie dran? Hannah war gedeckt, erfolgreich, wie er schon, sich schon abzeichnend im Bauch ahnen ließ. Im Frühjahr wie die anderen. Müsste ich nachsehen, Mai oder Juni? Wieder schüttelt Tino den Kopf. Gar nicht gut. Die Gelenke sollten nicht schwellen. Vielleicht ist die Trächtigkeit zu viel Belastung für sie. Corinne krault das Tier am Kopf, den die Stute vertrauensvoll an sie lehnt. Was sollen wir tun? Sollen wir sie in die Box stellen? Was meinst du? Nein, das würde ich nicht tun. Ich glaube, Bewegung ist besser. Aber wir sollten zur Sicherheit Dr. Schuster anrufen. Er soll sich das ansehen. Corinne nickt und zieht das Handy aus der Jackentasche. Mist, denkt sie, das brauchen wir jetzt wirklich gar nicht. Hannah ist die Seele der Stutengruppe. Ihre ruhige, gemessene Art beruhigt auch die anderen Pferde. Und solange sie da ist, sind die sonst unruhigen und oft streitsüchtigen Tiere ausgeglichen und freundlich. Hannah ist ein besonderes Pferd, deren Charme und Ausgeglichenheit auch auf die Menschen wirkt. Ängstliche Reiter gewinnen auf ihr Sicherheit. Der Umgang mit ihr macht einfach glücklich. Wie selbst Flexi, die den Tieren sonst wenig abgewinnen kann, fast sehnsüchtig feststellte, Hannah ist auch Corinnes beste Zuchtstute. Sie hatte ein wunderschönes Stutfohlen bei Fuß, als Corinne, vielmehr Flexi, sie für sich erworben hatte, das nun ebenfalls in der Stutengruppe heranwächst. Corinne verspricht sich viel von einer Anpaarung mit Sandmann. Da darf jetzt nichts schiefgehen, murmelt sie, während sie auf ein Zustandekommen der Verbindung wartet. Es läuft nicht so, wie es sollte. Ein bisschen Glück wäre mal nicht schlecht. Tamara ist zwar wieder in der Schule und im Internat, also gut aufgehoben, im Warmen, aber Corinne leidet sehr unter der anhaltenden eisigen Kälte. Es sind ungebrochene Temperaturen um die minus 20 Grad, die zusammen mit der hohen Schneedecke jede Verrichtung zu einem hohen Aufwand werden lassen. Ein Aufenthalt im Haus ist praktisch nicht mehr möglich. Corinne hat es sich zur Angewohnheit werden lassen, jeden Tag draußen zu verbringen. Ausmisten, das Versorgen der Pferde und das Reiten lassen es warm werden. Den Ofen im Haus lässt sie ausgehen und heizt nur noch am Abend, wenn sie das Haus betritt. Mittags genießt sie nach wie vor die wundervollen warmen Mahlzeiten bei den Weinmüllers. Dazu eine warme Küche und ein bisschen Nestwärme. Abends geht sie schnell ins Bett unter die Gänsedaunen mit mindestens zwei Wärmflaschen, die die Kälte erträglicher werden lassen. Internet und Telekommunikation mit München fallen aus. Ihre Verbindung zur Welt ist abgerissen, im Atelier zu arbeiten ist unmöglich. Sie lebt von Tag zu Tag und irgendwie macht es ihr kaum etwas aus. Die Tage vergehen wie graue Schatten mit dem täglich selben Ablauf. Dinge müssen geklärt werden. Heulieferung, Mistversorgung, Kraftfutterlieferung, wer reitet wann welches Pferd und ab und an der Tierarzt. Mandy und Gerhard ebenso wie Dietmar lassen sich dann und wann blicken, kommen zu Fuß vorbei, eingehüllte Gestalten, dunkle Schemen vor weißem Schnee. Manchmal reiten sie zusammen aus, Gerhard und sie. Die Hufe der Pferde malen schnurgerade Spuren in die unendlichen weißen Flächen. Manchmal lassen sie die Tiere querfeld eingaloppieren und die ewige weiße Weite fliegt unter den Hufen dahin. Wie schweben ist das? Mandy hat angefangen, sich zu verändern. Früher war es, als ob die Sonne aufgeht, wenn Mandy kommt, sagt Tamara. Aber nun ist sie schweigsam geworden, brütend. Mike Gummel stolpert noch immer auf Krücken durch den Ort, mühselig den steilen Weg hinab vom Wehehof, in dem er noch immer mit den Weinmüllers lebt, zum Spritzenhaus. Seine Miene ist stets grimmig und wenn er Corinne sieht, ignoriert er sie. Er hat angefangen, den Weinmüllers das Leben schwer zu machen, nachdem er zuvor versucht hat, seine Stromkosten über die beiden abzurechnen, was diesen aber aufgefallen war.
Nun beschwerte sich mein Vermieter fortgesetzt über die beiden, über ihren Hund, der angeblich Dreck macht und zu viel kläfft, darüber, dass sie die Nebengebäude nutzen, ohne sie gemietet zu haben, und den Hof. Beim Vermieter findet er wohl ein offenes Ohr für seine Klagen, denn dieser hat nun die beiden Damen aufgefordert, nicht gemietete Gebäudeteile zu räumen oder mehr Miete zu zahlen, was alle unverschämt finden, denn sämtliche Gebäudeteile außer dem Wohnhaus sind mehr als stark baufällig und eigentlich nicht in einem Zustand, dass dafür eine Miete verlangt werden könnte. Die Freunde bestärken Erika und Florin dagegen zu protestieren, bieten ihnen Hilfe an. Weinmüllers jedoch ängstigen sich und fühlen sich unwohl. Der von Beginn an mühselige Dialog zwischen den Nachbarn ist abgerissen und im Wehehof herrscht nun feindseliges Schweigen. So, das war's auch schon von mir für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!